Um 13 Uhr legen wir in Malaga ab mit neuem Ziel Lissabon. Als wir uns der Meerenge von Gibraltar nähern, nimmt der Schiffsverkehr schnell zu und kaum sind wir hier durch, zeigt der Atlantik seine Zähne. Beim Galadinner, Entrecôte Double und Shrimps Gratin, grüner Spargel in Estragon Hollandaise und Safran Kartoffelcreme und zum Dessert Cassata Mousse, Galliano-Erdbeere mit geflammtem Pistazieneis, genießen wir die Aussicht auf die Wellen. So beginnt bei uns der Sonntag. Na super! Die aufkommende Erkältung hatten wir ursprünglich der Klimaanlage in Schiff und Ausflugsbussen zugeschrieben. Aber heute Morgen haben wir uns getestet und uns positiv gefunden. Im Bordhospital wurde das Ergebnis offiziell bestätigt mit dem Ergebnis 5 Tage Quarantäne. Wir dürfen unsere Kabine für 5 Tage nicht verlassen. Na, herzlichen Glückwunsch! Mit dieser Diagnose genießen wir die Einfahrt nach Lissabon. Gott sei Dank vom Balkon. Der gebuchte Ausflug mit dem Tuk-Tuk Lissabon erkunden war schon vor einigen Tagen gestrichen worden, da angeblich am heutigen Sonntag keine derartigen Fahrten angeboten wurden. Naja, vom Balkon haben wir was anderes gesehen. Der Blick auf den Cristo Rei erinnert ein wenig an Rio. Auf dem Bord-TV sehen wir immer unseren aktuellen Standort und Kurs. Diesmal in die spanische Hafenstadt Vigo. Vigo ist mit 300.000 Einwohnern die größte Stadt Galiciens. Aus dem Reiseführer lesen wir, bis ins 19. Jahrhundert hinein lebten hier nur einige tausend Menschen, die sich hauptsächlich von der Fischerei ernährten. Der Küstenort wurde immer wieder von Piraten überfallen, sodass mächtige Festungen gebaut wurden, deren Ruinen heute noch das Stadtbild mitprägen. Ursprünglich hatten wir von hier aus einen Besuch in Santiago de Compostela, der Zielpunkt des Jakobsweges, gebucht. Aber auch dieser Ausflug ist leider Corona zum Opfer gefallen. Musik
Heute heißt es wieder Erholung auf See. Unser à la carte Menü wird direkt in unsere Zelle geliefert, auf Plastikbehälter und Besteck. Ob Boris Becker auch so gut lebt? Mir bleibt nur nach passenden Fotomotiven Ausschau zu halten. So erreichen wir am nächsten Morgen die Bretagne. Hafentag in Montoire, Bretagne. Aus lauter Langeweile muss ich mich hier um die Logistik kümmern. Da hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ist wohl der Neubau eines riesigen Kreuzfahrtschiffes. Dann habe ich hier die Asphaltierarbeiten eines neuen Abstellplatzes kontrolliert. Außerdem ist hier ein Depot von Neufahrzeugen der Firma Peugeot. Hier habe ich den ganzen Morgen die Verladung beobachtet. Dann gibt es noch ein großes Containerterminal, wo die Verladung der Container auf ein Containerfrachter beobachtet wird. Also, wie ihr seht, einmal Logistik, immer Logistik. Mehr habe ich aus der Bretagne aus bekannten Gründen leider nicht zu berichten. Beim Verlassen des Hafens läuft vor uns die MSC World Europa zu einer Probefahrt aus. 5.300 Passagiere und 2.100 Besatzungsmitglieder. Einfach nur furchtbar. Da ist die Artania ein Rettungsboot gegen. Die Wettervorhersage verspricht moderate Winde. Gegen 14 Uhr erreichen wir heute die Kanalinsel Guernsey. Sobald der Anker gefallen ist, wird mit dem Ausbooten begonnen. Für die Gesunden und auch für die nicht getesteten Corona-Kranken. Uns bleibt nur die Aussicht vom Balkon.
Der Hafen von Portsmouth versprüht einen Charme wie Queen Mum im Schloss Windsor. Endlich wieder am richtigen Tisch sitzen, von richtigem Teller und mit richtigem Besteck essen. Ja. Traditionell in England natürlich Fish and Chips. Obwohl wir fast 6 Tage in Gefangenschaft verbracht haben, haben wir keine Sehnsucht, die Insel zu betreten. Stattdessen bewundern wir das enge Hafenmanöver unseres Steuermanns. Unser Kapitän ist ja auch in Quarantäne. Die Reise geht weiter durch den Kanal Richtung Nordsee. Ein weiterer unplanmäßiger Seetag steht uns bevor, da der Hafenseebrügge uns die Einfahrt verweigert aufgrund der vielen Corona-Infizierten. So dümpeln wir mit 8 bis 10 Knoten Fahrt dem nächsten Ziel Eimeuden entgegen, was wir dann auch hoffentlich anlaufen dürfen. Ich nutze die Zeit, indem ich über Deck spaziere und mehr oder weniger attraktive Fotomotive suche. Bei einem Durchschnittsalter der Passagiere von 68 Jahren beschränkt sich meine Auswahl doch mehr auf die Ausrüstung des Schiffes. Frühmorgens um 7 legen wir in Eimeuden an. Dieser Hafen liegt an der Ausfahrt des Nordseekanals, der Amsterdam mit der Nordsee verbindet. Der Hafen selbst dient vornehmlich der Fischerei und als Versorgungshafen der niederländischen Bohrinseln in der Nordsee. Wir verlassen das Schiff für einen kleinen Spaziergang zum nahegelegenen breiten Sandstrand. Thank you.
15 Uhr verlassen wir wieder Eimeuden und nehmen Kurs auf unseren Zielhafen Bremerhaven. Ein letzter Blick auf die Marina Eimeuden, die ich schon selbst mit dem Segelschiff einige Male besucht habe. Steuerbord ziehen die westfriesischen Inseln vorbei. Texel, Vlieland und Terschelling sind mir ebenfalls vertraut von meinen Segelturns der letzten 12 Jahre. Ein bisschen Wehmut kommt auf, aber das ist ein anderes Thema. In den letzten Abendstunden stehe ich an der Reling und ziehe gedanklich ein Resümee der Reise. Kroatien, Montenegro, die südliche Stiefelspitze von Italien und auch Sizilien waren lohnenswerte und wunderschöne Ziele. Dann fing die Reise allerdings an, aus dem Ruder zu laufen. Die geplanten Anlaufhäfen Trapani auf Sizilien, Ibiza und später Brügge in Belgien wurden kurzfristig ausgetauscht mit Palermo, Mallorca bzw. Brügge entfiel ganz. Da das Tragen des Mund- und Nasenschutzes nur eine lasche Empfehlung war und keine Pflicht, wurde das Coronavirus durch die Unvernunft der Leute vermutlich ab der Flower Power Party in Windeseile auf dem Schiff verbreitet. So, dass letztendlich auch der Kapitän davon betroffen war. Leider half es auch nicht, dass mehrere Male täglich durch die Lautsprecher auf das Tragen der Maske hingewiesen wurde. Dass einige Leute auch noch herausposaunten, dass sie sich nicht testen ließen und damit auch nicht Gefahr liefen, in Quarantäne zu gehen, setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Es lebe der gesunde Egoismus. Die Organisation dieser Reise ließ einiges zu wünschen übrig. Aber wir begründen die diversen Umorganisationen bei den Häfen mal damit, dass nach der Pandemie noch nicht alles wieder richtig rund läuft. So wie wir das aus den vergangenen Reisen gewohnt waren. Verständlich, dass wir derartige Gruppenreisen in nächster Zukunft vermeiden werden. Auf dieser 18-tägigen Reise wurden 14 Häfen angelaufen und 4.100 Seemeilen zurückgelegt.